nur auch über eure und ihre Bilder. Also da gibt es Hintergrundinformationen, da gibt es Stimmen, spannende und tolle Bilder. Also einfach mal reinklicken. Auch bei Instagram ist, auch bei Facebook oder Twitter ist, auf dieser Kanäle vorbeischauen und nichts verpassen, auch was das Finale dann morgen in Richtung Stuttgart betrifft. Wir schildern, werden wir morgen die letzte Etappe des Finale schauen. Ja, da wir dies live verfolgen wollen, heute natürlich die ARD-Teil von 16 bis 18 Uhr die Übertragung geplant. Das Finale ist morgen wieder im zweiten im ZDF zwischen 15:50 Uhr. Und 17 Uhr Schilder Stuttgart auf 188 Kilometer mit dem spannenden Finale mit dem Hattrick mit der Finalrunde, die wir so ähnlich schon im Jahr 2020 erleben.